Hochzeit unserer Verlobte. Ich mein's ernst. Ich auch. Ich dachte nur, der Bräutigam trägt eine weiße Krawatte. Ist das so? Moment mal. Dein wichtiger Termin. Das ist... Tristan, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du verschläfst deine eigene Hochzeit. Hey. Danke. Hallo. Also, was ist? Kommst du mit? Nee, lass mal. Ich warte lieber draußen auf Olli. Und ich pass auf, dass keiner deinen Wagen klaut. Marlene, ich weiß nicht, was ich dir schreiben soll. Dass ich dich liebe, weißt du doch sowieso. Dass ich enttäuscht bin auch. Es ist deine eigene Entscheidung, was du mit deinem Leben machst, aber es tut mir leid, ich halte dich für feige, weil du nicht zu deinen Gefühlen stehst. Aber weil ich dich liebe, wünsche ich dir, dass du trotzdem glücklich wirst. Vor allem aber wünsche ich dir, dass du irgendwann den Mut aufbringst, zu dir zu stehen. Ja? Dr. Mendez wartet draußen im Hof. Auf mich? Er sagt, er möchte Sie gerne zum Flughafen fahren. Einen Moment bitte. Der hier ist für Marlene. Sehr wohl. Soll ich ihn zu den anderen Gratulationsschreiben legen? Nein, bitte deponieren Sie den Brief in Ihrer Suite. Sehr wohl. Und jetzt darf ich Sie bitten, Ihr Ehegelübde vorzutragen. Marlene. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, er hat einen Blackout. Psst. Es gibt keine Worte, die meine Gefühle für dich ausdrücken können. Du bist meine Liebe und du bist mein Glück. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, noch einen einzigen Tag ohne dich zu leben. Du hast ein echtes Wunder vollbracht. Als Berufszyniker, da habe ich nie an die Liebe geglaubt. Aber du hast mir gezeigt, dass es sie gibt. Und alleine dafür liebe ich dich aus tiefstem Herzen.
nun bitte das Ehegelübde der Braut. Tristan, ich, du. Stunden meines Lebens zu mir gestanden und mir zugehört. Immer warst du da, wenn ich dich gebraucht habe und ich kann dich nicht heiraten.